Moin, Kinders. Na, alles klar? Schaut mal, das ist schon so warm geworden, dass Warren seine Rüstung ausgezogen hat. Der schwitzt sich tot. Ja, und jetzt steht er hier in Unterhose. Kann man mal machen. Ja, nee, folgendes. Und zwar vor 2 Folgen oder 3, ich weiß es gar nicht mehr, hat der Zuschauer Sturmfaust, Gruß an dich, gefragt, ob ich mal die Iron-Maus-Rüstung zeigen kann. Und ich habe mir gedacht, warum eigentlich nicht? Ich habe vorhin ein bisschen gefarmt, damit ich die eben auf, aufs Level bringen konnte, dass wir hier was damit anfangen können. Und ich würde sagen, die ziehen mal jetzt an. Kann man einfach mal auf sich wirken lassen. Tada! Ich finde die cool. Aber Iron Maus kämpft mit Fäusten. Da geht das nicht mit Stock. Das ist Gesetz. Deswegen nehmen wir mal die hier. Das sieht doch schick aus. Ja, das Schöne an dieser Rüstung ist eigentlich, die ist A, sehr gut, was hier die Kernleistung angeht, weil die braucht nämlich komplett null Kernleistung. Ist dafür relativ stabil und hat gute Schutzwerte für Schmetterschutz, Schnittschutz und Stichschutz. 334 auf Mark 12 sind wir jetzt. Das große Problem ist, die hat null Elementarschutz, sprich Feuer, Elektrizität, Gift und was gab's da noch? Nanokrams, Gedöns, gehen voll durch. Das heißt, die ist nicht ganz ohne Risiko. Der Vorteil ist beim kompletten Set, man kann es unten sehen, die antikinetische Schilddrohne ist ein bisschen stärker, wenn man die benutzt. Das heißt, man kommt da nicht so leicht ins Straucheln. Habe ich eigentlich noch nie benutzt, müssten wir mal probieren. Aber auf jeden Fall werden wir dann jetzt erstmal den Iron Maus Park hier, Creo World, mit Iron Maus unsicher machen. Das ist doch was. Ja, schick, ne? Oh ja, und noch was anderes. Oh, jetzt muss ich eben Gegner suchen. Obwohl, die werden uns darin ja wohl gleich über die Füße laufen, ne? Weil hier geht's weiter, wir wollten ja den Strom einschalten für den Park. Ich höre da schon was laufen. Die Soundfiles sind ausgetauscht mit dieser Rüstung. Ihr werdet es gleich hören beim Kämpfen. Verehrte Gäste, willkommen bei der Creo Holzfäller Show. Achso, ich dachte. Sehen Sie selbst, wie unsere Mitarbeiter die ganze Power und Präzision unseres berühmten Creo Exorix demonstrieren. Jetzt hat er fertig. Ne, und zwar beim Kämpfen, die Geräusche, die klingen jetzt so. Das klatscht so richtig schön. So ein bisschen comichaft. Finde ich super. Ja, und wie man sieht, haut auch gut rein. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier sehen, dass wir dann in die Mitte kommen. Yo, sorry, scheiß Technik. Mir ist gerade irgendwie die Hardware ausgefallen fürs Mikrofon. Ich musste kurz einen Cut machen. So ein Scheiß. War ein gammeliger Kontakt. Ich hoffe, das hält jetzt erstmal eben. Ach ja, Moment, da ging's raus. So. Das hat mich jetzt ja wieder ganz aus dem Konzept gebracht. Aber nützt ja nichts. So, hier waren wir, glaube ich, vorher, ne? Ich bin zurückgelaufen, weil ich hier direkt angegriffen wurde, während ich am Reparieren war. Die Soundeffekte sind einfach nur geil, oder nicht? Finde ich immer wieder super. Ich weiß, was ihr jetzt sagen werdet. Holzfäller? Was weiß Creo denn schon über Holzfäller? Wisst ihr, Creo hilft Leuten auf der ganzen Welt. Hilft ihnen, diese Welt zu retten. Aber Holzfäller? Die Sache ist die. Ihr seht, wie schnell und effizient Creo Exorix Bäume fällen. Ihr seht die kräftigen, geschmeidigen und, wie ich meine, gut aussehenden Creo-Mitarbeiter bei der Arbeit. Doch was ihr nicht wisst, ist, dass sie, bevor sie in ihre Rigs gestiegen sind, ohne Rollstuhl nirgendwo hin konnten. Ganz recht. Creo Exorix lassen Lahme wieder laufen. Ist es zu fassen, dass wir in einer Welt solcher Wunder leben? Ich sage nur, Achtung, Baumfeld! Ja, das sind richtige Wohltäter. So, erstmal den Typen da hinten entsorgen, bevor der uns gleich hier um die Ohren fliegt. Ja, da schmeißt er seine Kettensäge wieder an. Mehr Kollege. Nicht direkt gestunt. Kann ja nicht wahr sein.
Hm? So. Ich muss erstmal wieder ein bisschen üben, mit den beidhändigen Dingern klarzukommen, die habe ich so selten benutzt zuletzt. Machen aber durchaus Spaß. So, weil ich hier rum. Schrott. Was könnte es auch anderes sein? So, hier vorne lag doch auch noch was? Oder habe ich mich gerade versehen? Nee, hatte ich schon eingesammelt. Alles klar, sorry. Ja, ich bin wirklich weich gekocht heute. Also, wenn da Blödsinn bei rauskommt, nichts bei denken. Aber the show must go on, kennt man ja, ne? So, jetzt haben wir uns hier diesen Fahrstuhl freigeschaltet. Der da gerade kommt. Sehr schön. Dann wollen wir mal sehen, was uns hier erwartet. Ah ja. Den hatte ich zum Glück noch auf dem Schirm. Nein, noch nicht runter. Ach Mann. Jetzt kommen die Jungs hier doch alle angerannt. Das wollte ich doch noch gar nicht. Hä? Die haben doch gar nicht gemerkt. Hey, du. Hör mal auf. Ich guck doch gerade. Deine beiden Kollegen wissen noch gar nicht, dass es losgeht hier. Die stehen da oben und posen. Na, von mir aus. Ach, jetzt haben sie es gemerkt, dass hier was los ist, oder was? Huch. Die hauen noch mehr daneben als ich, nicht schlecht. Elektromagnetischen Sensoren deiner Drohne spielen verrückt. Du musst in der Nähe des Energiekerns sein. Jo, ich guck gleich. Da muss ich nochmal wieder hoch, nicht, dass ich was liegen lasse. Hier ist nichts drin. Da ist nichts drin. Nirgends ist was drin. Aber hier ist was drin. Hallo? Und zwar der. Hallo. Ah, jetzt hat er's. Ja, der Energiekern, den wir brauchen. Und damit ist der Lockdown hier auch erstmal aufgehoben. Jetzt muss ich noch einmal rumlaufen, um die Items zu holen. Du solltest lieber den Kabeln folgen. Irgendwo vor dir sollte die Hauptsteuerung sein. Ah, ist das nicht herrlich? Diese Boxhandschuhe machen nämlich auch hier Elektroschaden, was ja auch nicht schlecht ist hier. So. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, wo komme ich denn jetzt raus? Ich habe gerade irgendwie die Orientierung so ein bisschen verloren. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Ach ja, ich weiß, wo wir sind. Hier war vorhin ja dicht, beziehungsweise jetzt haben wir es ja aufgemacht. Und hier sind wir gerade eben in die Holzfällershow reingegangen. Das mache ich jetzt auch nochmal wieder. Wir wollen ja nichts liegen lassen, ne? Was ein Gelatsche. Nur weil ich einen Schritt zu weit gelaufen bin vorhin. Ja. Ja, ich trinke mal einen Schluck zwischendurch, Leute. Prost. Kaffee ist aber auch nichts jetzt, wa? Hat sich bestimmt nicht gelohnt. Mal gucken. Oh, Schrotthaufen, immerhin. Ach, hier hätte man sich noch heilen können. Ja gut, alles klar. Dann hat sich das Herlaufen ja doch nicht gelohnt. Wie schön. So. Ja, jetzt sollen wir den Kabeln folgen. Was wir natürlich auch tun werden. Firestarter. Die Achterbahn. Da rennt ja noch was rum. Komm, erstmal aufräumen hier. Die Geräusche sind so geil, ne? Moin, Jungs. Ah, da geht die Energie flöten. So. Ach ja, hier gab es auch noch was. Und zwar wieder Nanokerne. Alle schon mal einsacken für später.
Obwohl, ich hab's ja schon mal gesagt, man kriegt da später nicht mehr als genug von. Weil im New Game Plus gibt es Gegner, die droppen jedes Mal, wenn man sie killt, einen Nanokern. Und da kann man sich dann schön was zusammenfarmen. Aber dazu viel später erst. Was wollten wir eigentlich machen? Oh ja, den Kabel folgen. Siehst du? Ich war schon wieder ganz woanders mit dem Kopf. Guck hin. Nicht, dass wir was verpassen. Da liegt noch was. Hallo? So, geh da mal hoch. Ach so, hier sind wir jetzt beim, wie heißt es? Iron Mouse Plaza? Ich glaube wohl, ne? Ja. Oh mein Gott, Kev, Creo World ist total genial. Du würdest sicher auch so gerne hier sein. Achtung, pass auf. Nur zwei Wörter. Iron Mouse. Yeah. Ja, yeah, im Ernst. Und zwar nicht bloß irgendein Typ im Kostüm. Das ist eine komplett synthetische Iron Mouse mit KI. Hab mich mit der mal über Rusty Red unterhalten. Aber zieh dir das jetzt mal rein. In einer Stunde habe ich ein Treffen mit, Achtung, Carbon Cat. Ich muss los, bis später mal. Ja, Carbon Cat, die werden wir auch noch kennenlernen. Hier, da kommt die Parade. Ich finde das so geil. Das ist so doof. Ah ja, wenn man sieht, da kriegt man übrigens diese Stöcker. Ah, normalerweise seid ihr doch friedlich. Ey. Die haben mich noch nie angegriffen vorher. Das gibt's ja wohl nicht. Ne, Kollege, so nicht. Dann ist Schluss mit Parade hier. Das ist ja blöd. Wieso greift ihr mich jetzt an? Ja, fall doch noch runter. Hä, kommt er wieder hoch? Du kannst da unten bleiben. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Weil normalerweise sind die immer so an mir vorbeigelaufen. Ja, die Musikdrohne will nichts von mir. Hat ein Glück. Oh, oha. Ja, mit Boxhandschuhen macht das schon Spaß, ne? Ah, sind aber auch ziemlich stark. Ich werde jetzt gar nicht groß hier auf Rüstungsjagd gehen. Weil im Moment kriegen wir eh nur alles Mark 12 und ja, das brauchen wir eigentlich schon gar nicht mehr, ne? Beziehungsweise für die andere Rüstung? Ich weiß halt gar nicht mehr. Ach, das hatte ich sogar schon auf 13. Richtig, richtig. Dann sind wir sogar schlechter aufgestellt. Jetzt ist auch schon alles auf 13. Ja, nee, alles klar. Dann brauchen wir hier nicht groß sammeln. Dann kriegen wir die Leute auch ein bisschen schneller klein gehauen. Ist doch fein. Moinsen! Ich hab da mal einen Vorschlag. In die Fresse. Ja. Hier noch irgendwas? Nee, da waren wir ja gerade eben. Hier war... Ah ja, da geht das Kabel ja auch rein, genau. Dann wollen wir doch mal gucken. Du lebst doch noch nicht, oder? Ach, der wacht gleich auf, wenn Strom da ist, ja. Hier unten gab es nichts weiter? Nee. Wie, ist er doch schon aufgewacht? Nee. Was war das? Hallo? Sei friedlich, Kollege. So, hier ist alles ruhig. Sehr schön. Steht er gleich auf? Sieht nicht danach aus. Ein Audiolog. Habt ihr auch schon mal hoch zum Himmel geschaut und euch gefragt, wie das alles bloß funktioniert? Wie schafft es Creo, tagtäglich Milliarden von Partikeln unseres Wirkstoffs Project Resolve in die Atmosphäre zu bekommen? Tja, das ist keine Zauberei, sondern Wissenschaft. Dank kontinuierlicher Forschungsarbeiten der Besten, die in Creos streng geheimen Laboren schuften, können wir die Project Resolve-Formel immer weiter verfeinern.
Und von gleich drei Startplattformen heben Raketen in Richtung Wolken ab. Alle 10 Minuten. Wie cool ist das denn? Willkommen beim Creo Skybound Adventure. Wir sprengen jede Vorstellungskraft. Und jedes Portemonnaie ist bestimmt nicht billig hier. So. Oh, Besuch. Ach, du ahnst es nicht. Die Stromversorgung wurde in diesem Bereich wiederhergestellt. Ja, spinnen die denn? Die können wir doch nicht so einen Typen entgegenwerfen. Hey, du hast es geschafft. Scheint so, als wäre wieder Saft da. Gute Arbeit. Jetzt muss nur noch das Netzwerk wieder funktionieren. Schau mal, ob du den Hauptserver im Project Resolve Center finden kannst. Ja, gleich. Ich habe hier gerade ein anderes Problem. Was hat der denn dabei? Das ist doch diese hier. Wie heißt das Ding nochmal? Den habe ich doch auch. Genau, der Pax Imperator und die Cerberus-Rüstung. Das ist ein ganz schöner Brocken. Aber den hauen wir jetzt um. Hoffentlich. Der haut mich eher um. Ey, hör auf. Moment. Da ist schon der nächste Kandidat. Jetzt wird's hier gerade stressig. So, erstmal für Platz sorgen hier. So. Und jetzt können wir den anderen Kerl hierher locken am besten, sofern er sich locken lässt. Ich muss da eventuell auch einmal härtere Bandagen anlegen. Warte mal. Ja, bin feige. Wo ist er? So, komm mal her, Kollege. Der will selber nicht, oder was? Hä, versteckt er sich da jetzt? Ah, mit entsprechenden Waffen geht's dann ja auch. Junge. Ja, MG Cerberus A-Modul. Nicht schlecht. Also ich bin mir sicher, der war damals noch nicht da. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. So, jetzt erstmal wieder dahin. Guti, Strom haben wir also wieder hergestellt. Dann würde ich vorschlagen, ich glaube, wir müssen jetzt in die Richtung. Aha. Moment, ich habe auch eine Rechnung mit dir offen, Kollege. So nämlich nicht. Yeah, Gruß von Friese, Eierkopf. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Hier liegt doch bestimmt noch irgendwo was rum. Ja, es liegt immer was rum. Hier ist dicht. Hier kommt man doch irgendwas anstellen. Oder versehe ich mich gerade? Fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall geht's hier jetzt weiter. Das sieht Netzwerk wie das Project Resource Center aus. Versuch jetzt den Hauptserverraum zu finden. So. Jeden Winkel durchkämmen. Jo, also hier sollen wir jetzt das Netzwerk wiederherstellen können. Ach ja, jetzt erinnere ich mich, jo. Ne, wo ist der denn gerade verschwunden? Ach, hier hinter. Ich dachte gerade, der ist unsichtbar geworden. Upsi, da habe ich mich gerade irgendwie in die falsche Ecke manövriert. Aber es passt ja noch. Oh ja, hier muss man aufpassen. Die Jungs verlieren immer diese Energiekerne. Und wenn man die berührt, beziehungsweise Haut, dann sollte man schnell beiseite gehen. Na? Ja gut, man kann auch langsam beiseite gehen. Hä? Tja.
Das ist der Vorführeffekt. Aber wenn ich jetzt hinlaufe, wird die garantiert hochgehen. Ich habe Angst. Haha, ja, ohne mich. Hier ist nix. Moment, hier erstmal einmal kurz um die Ecke gucken. Ah ja. Da steht schon Kollege drinne, parat. Hella Bitch. Der haut aber auch aufs Maul, ne? Finde ich herrlich. So. Ja, die ganzen Module, die wir kriegen, die sind echt alle noch voll 1990er. Die brauchen wir nicht. Anlage zurzeit außer Betrieb. Ach was. Bitte besuchen Sie einen anderen Teil von Creo World. Ja, mach ich. Viel Spaß. Danke. So, jetzt will ich erstmal den Kollegen anlocken. Ich weiß, warum du nicht herkommst. Autsch. Nicht schnell genug weggekommen. So. Weil hier müsste nämlich auch noch einer stehen. Ja, habe ich es doch gewusst. So ein bisschen merken kann ich mir ja auch, ne? Da steht auch noch einer rum. Kick an. Aha. Hier, flüchten ist nicht, Kollege. Aua. Ey, nicht mich hauen. Ich häng fest. Hahaha. Kann manchmal auch ganz schön eng werden. Sag mal, irgendwas ist hier doch verbuggt. Da stimmt doch was nicht. Also, wie verhalten die sich heute ein bisschen komisch? Auch gerade eben in der Arena, dass die anderen noch da standen zu posen und, naja. Seltsam, seltsam. Alles höchst mysteriös, wenn ihr mich fragt. So, jetzt muss ich kurz nachdenken. Da geht's weiter. Kommen Sie mal ran, junger Mann. So. Batsch. Ab mit der Rübe. Noch einer von den Jungs. Irgendwie macht das Spaß. Boxen ist cool. Hm? Bist du schon wach? Nee. Wecken wir dich mal auf. Theoretisch sollte er jetzt... Ja. Ey, Kollege. So. Junge, Junge. Ich weiß, ihr erinnert euch noch, was das für ein Gefühl war. Sich jeden Abend die Nachrichten anzuschauen, in denen das Ende der Welt verkündet wurde. Die Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt und der Himmel fällt uns auf den Kopf. Ich weiß, dass euch das nicht gefallen hat. Mir hat's ja auch nicht gefallen. Doch dann kam Creo. Und was Creo dieser Welt nun gibt, ist Hoffnung. Eure Familien, eure Freunde, die sollten stolz auf die Arbeit sein, die wir hier leisten. Denn Creos neue Technologien definieren das, was machbar ist, vollkommen neu. Wir retten diesen Planeten mit einer Idee nach der anderen. Wir sind Creo. Wir bauen an einem neuen Morgen. Und zwar gemeinsam. Wenn man diesen Globus hier in der Mitte so betrachtet, hat das durchaus Ähnlichkeit mit unserer Welt heutzutage, ne? Wird anscheinend immer wärmer. Tja, woran macht das wohl liegen? Und mit diesen weisen Worten würde ich sagen, schauen wir später mal nach in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Und ich sage erstmal tschüss. Ich gehe mich jetzt abkühlen und mein Gehirn entsorgen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, haut rein. Moin!